InsatTV. Land und Leute sind unsere Stars. Das Räderunternehmen Wintersteiger hat sich auf Sondermaschinenbau spezialisiert. Es bedient weltweit drei gänzlich unterschiedliche Nischenmärkte. Wintersteiger investiert in Forschung, Entwicklung und vor allem auch in Ausbildung und Weiterbildung. Jetzt wurde die neue Lehrwerkstätte eröffnet. 400.000 Euro hat man investiert. Wintersteiger ist ein innovativer Sondermaschinenbauer und wie es eben diese Branche verlangt, beschäftigen wir sehr, sehr viele Facharbeiter. Wir wachsen auch sehr stark, deswegen ist es für uns selbstverständlich und einfach notwendig, in die Ausbildung viel zu investieren. Und wir sind davon überzeugt, dass das einfach für die Zukunft ein Erfolgsfaktor für das Unternehmen sein wird. Der Technikbereich hat ja zwei Säulen. Das eine ist die Facharbeiterausbildung, das andere ist die Ingenieursausbildung. Wir haben uns sehr engagiert von Beginn an für die HTL Ried Innviertel und bieten dieser Schule auch hier in diesen Hallen die Plattform für die CNC-Praxisausbildung in unserem Haus und hoffen damit, später eigentlich die Techniker hier wieder ins Haus zu kriegen. Es gibt viele Beispiele bei uns, die wirklich ihren Weg im Unternehmen gemacht haben. Es sind außerhalb dem Produktionsbereich rund 80% der Mitarbeiter, die hier in dem Haus gelernt haben. Und entsprechend sind auch die Funktions- und Führungsbereiche zum Teil. Und das über die Grenzen hier dieser Betriebsstätte in Ried hinaus, zum Teil in Amerika oder in anderen Ländern, auch mit früheren Lehrlingen von Wintersteiger besetzt. Stolz zeigten die Lehrlinge ihre neue Ausbildungsstätte, gemeinsam mit ihrem Ausbilder. Generell ist es so, dass die Lehrlinge vom ersten und zweiten Lehrjahr in der Grundausbildung herum sind. Also da lernen sie dann einmal die ganzen Grundfertigkeiten. Vom ersten Lehrjahr sägen, bohren, Gewände schneiden, Pfeile natürlich, gehört dazu. Andere händische Tätigkeiten und im zweiten Lehrjahr, wo sie auch 10 bis 12 Wochen vertreten sind, wird an den Maschinen geschult, also an der Drehbank, an der Fräsmaschine, natürlich auch die Bohrmaschine, wo einfach am Anfang die Grundkenntnisse vermittelt werden und später wird dann das Ganze ein bisschen vertieft. Was wird an dieser Maschine nun gemacht? Es werden Teile abgefräst, das ist eine CNC-Fräsmaschine. Man kann entweder programmieren und dann das Programm ablaufen lassen, automatisch oder eben mit Hand fahren. Und es werden Übungsstücke da gemacht und Teile auch für die Fertigung unten. Die Spindel für den Schraubstock für das zweite Lehrjahr. Und wie ist jetzt der Ablauf? Was darf man sich da darunter vorstellen? Zuerst wird der Sechskantplan gedreht und dann ein Gewinde drauf geschnitten. Das wird was für einen Labordrescher. Ja, und zeigt man da. Es kommt dann da einer. Man muss genau arbeiten und man muss. Es ist hilfreich, wenn man kleine Finger hat, aber es ist nicht wirklich schwierig. Hochmotivierte junge Menschen sind hier zur Ausbildung, mit dem Ziel, später als Facharbeiter vielleicht sogar die Karriereleiter hochklettern zu können. Welchen Beruf lernst du hier? Maschinenbautechnikerin. Wie bist du dazu gekommen? Ja, das war schon immer mein Ding eigentlich. Ich bin ab der Hauptschule werken gegangen und ich weiß nicht, das war schon immer mein Ding. Hast du auch schon Zukunftsperspektiven, wie es dann nach der Lehre für dich weitergehen könnte? Ja, ich möchte sicher bei Wintersteiger weiter, weil es eine super Firma ist. Man hat eine gute Ausbildung gehabt und man hat doch viel gelernt. Also ich finde das einfach super, dass man bei Wintersteiger arbeiten kann. Karriere mit Lehre, kannst du dir vorstellen, auch selber so weit zu kommen? Ja, sicher. Es ist eine super Firma und man hat viel gelernt. Man kann viel erreichen. Also ich kann mir das schon vorstellen. Jetzt zuerst einmal die Lehre machen und die gut abschließen, mit Ausgezeichneten, wenn es geht. Dann die Lehrabschlussprüfung und dann schauen wir mal weiter. Karriere mit Lehre ist hier keine hohle Phrase. Mit 14 eigenen Standorten weltweit kann man als Facharbeiter ohne weiteres und im wahrsten Sinne des Wortes die Welt erobern. 2001, dann wiederum ein neuer Schritt. Ich habe mich entschlossen, für 3 Jahre die Niederlassung Wintersteiger einziehen nach Salt Lake City, also in unsere US-Niederlassung zu gehen, und habe dort dann für 3 Jahre den Vertrieb und das Service für die Division Nutec aufgebaut. Parallel dazu, mittlerweile als situierter Ehrenmanager, noch die Märkte Südostasien und China mitbetreut. Anfang 2004 ging es dann zurück in die Zentrale zum Wintersteiger nach Ried. Es wurden zu dem damaligen Zeitpunkt ziemlich viele Leute gesucht für Service-Erweiterungen. Ja, und
ich habe die Chance gesucht, bekommen und genützt. Seit 2008 leiten Sie nun eine ganz neue Abteilung. Erzählen Sie uns ein bisschen was davon. Ja, grundsätzlich machen wir jetzt den Schritt zu einem kompletten Anbieter. Wir haben uns ja die letzten Jahrzehnte committed zu Standardprodukten in Kernbereichen, Nischenbereichen und werden uns aber jetzt weiter rauswagen zu kompletten Anlagen, sprich zu Fertigungsstraßen, Integration und Automatisationslösungen zu den Standardmaschinen dazu. Attraktive Arbeitsplätze und Lehrstellen sind natürlich auch für das Arbeitsmarktservice wichtig. Wir haben Kontakt mit allen großen Betrieben in der Region. Sie suchen Personal. Wir versuchen als Dienstleister dieses Personal zu vermitteln. Und wir freuen uns natürlich ganz besonders, wenn Betriebe, die die Qualität wie Wintersteiger haben, mit uns zusammenarbeiten. Rund 400 Mitarbeiter beschäftigt Wintersteiger derzeit am Standort Ried. Ein Großteil davon auch im Unternehmen ausgebildet. Weiterbildung, Bildungsförderung wie die HTL-Werkstatt für CNC-Technik. Das sind die zukunftsorientierten Lösungen, die dem Unternehmen garantieren, die strategischen Ziele auch langfristig umsetzen zu können.